Schweini, go. Schweinsteiger! Schweinsteiger! Der FC Bayern steht im Finale der UEFA Champions League. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Schweinsteiger SPC abschließen. Die Legende ist wieder gekommen. Letztes Jahr ist er ja schon gekommen. Sehr, sehr spät, muss man sagen. Dieses Jahr sehr, sehr früh. Als Creamcutter sieht er auf jeden Fall nice aus. Klar, man muss hier einiges abgeben. Kostet aber für mich recht wenig. Ich muss so 10-12k zahlen dafür. Deswegen nehme ich ihn mit. Und wenn er natürlich irgendwann mal Tempo und Schuss 90 hat, dann ist er auf jeden Fall krass spielbar. Klar, er hat jetzt nur ein 81er Rating, ist jetzt nicht das Beste, natürlich nicht. Was muss man hier abgeben? Man muss 3 Deutsche reinballern und 3 MLS-Spieler. Dadurch, dass wir hier den Wähler gezogen haben, haben wir natürlich hier einen Vorteil. Geben wir den ganz klar ab. Wahrscheinlich muss man sonst einen Ibra irgendwie einbauen. Die anderen hatte ich, glaube ich, auch untauschbar oder ja, besser gesagt, halt als Erstbesitzer einfach mal gezogen. Den Rest habe ich, glaube ich, allerdings gekauft. Da gehen wir einfach mal drauf ein. Die Rest war gar nicht so teuer. Gehen wir einfach mal durch. Radetzky 1,7, sehr, sehr günstig. Ein Bender, ein Tausender. Ein Toprak 850, den haben wir halt untauschbar. Dann müssten die halt einfach einen Tar oder so hinstellen. Aber wenn ich den natürlich untauschbar habe, gebe ich den natürlich ab. Ein Süle 4200, Rudi 700, überhaupt nichts. Rudi habe ich sogar relativ viele Spiele mitgemacht. Am Anfang in meinem Zwo-Team gespielt. Hier ein Ravi Martinez für 3200, den hier als Erstbesitzer. Bailey hatten wir auch, obwohl Bailey spiele ich ja eigentlich, aber. Ja, egal, kaufe ich mir so wieder, geben wir auch ab. Hat auch 50 Spiele gemacht seit der, aber den holen wir uns einfach einen neuen wieder. Der ist auch relativ günstig, 1,3. Dann halt den Wähler, schaut der halt, wie gesagt, wenn nicht, müsst ihr halt einen Ibra oder so reinballern. Da halt noch einen 82er, ich weiß nicht, ob die noch einen 82er in dem MLS haben. Können wir mal kurz schauen, was es in der MLS so hoch bewertet es noch gibt. Aber wenn nicht, nehmt ihr einfach einen normalen Wähler, weil den habe ich auch noch im Verein, muss ich auch noch verkaufen. Oder ihr nehmt halt einfach einen Chevinko, nehmt halt 2,82er und ja, dann 81er oder so, dann solltet ihr auch da auf jeden Fall hinkommen mit dem Rating. Dann geben wir das ab und bekommen hier den Bastian Schweinsteiger, wie gesagt, eine sehr, sehr nice Karte. Dieses Jahr möchte ich ja nicht mehr so viele Karten sammeln, aber so eine Karte von Bastian Schweinsteiger muss man natürlich mitnehmen, ne? Freunde, ist einfach eine Bayern-Legende und ja. Ist einfach ein krasser Spieler gewesen, ist immer noch krass und ja, den wollen wir auf jeden Fall natürlich in unserem Verein haben. Und jetzt kommt er. Ich weiß noch, sein 88er Karte bei Bayern damals, die war geil, 2013 oder 2014, die war richtig geil spielbar. Mit der Nummer 31 Schweini, auf jeden Fall eine nice Karte, können wir auf jeden Fall vielleicht ein bisschen spielen. Natürlich ist das Tempo jetzt nicht so krass, aber die restlichen Werte sehen eigentlich relativ stabil aus. Deswegen, ja, muss man auf jeden Fall mitnehmen, finde ich. Also deswegen sagt, Mittel ist halt nicht mehr so gut, 3 Sterne halt auch nicht. Tempo ist halt, ja, muss man halt schauen, bis er da den Boost kriegt, ne? Wenn er da natürlich 90 hat, ist er natürlich extrem gut spielbar. Dann würde ich sagen, packen wir den in den Verein, Freunde, und dann wäre es das mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.